Ich bin's wieder, euer Therapeut. Hey, heute habe ich mir die Frisur ein bisschen anders, noch schöner, cooler gemacht wie sonst, weil ich gehe vielleicht nachher zu den Friseur. Und heute möchte ich euch was zeigen. Guck mal, da ist meine Haut bei den Augen so ein bisschen rot und mit trockener Haut. Da, das ist so ein Neurodermitis, glaube ich. War ich noch nicht so viel bei den Arzt. Ich habe bei Google gegoogelt und dann habe ich es herausgefunden. Das will ich euch jetzt erklären, weil das ist ein wichtiges Thema. Neurodermitis. Es muss man sich da um einen Kammerjäger kümmern, denn das ist von den Termiten. Die kommen bei mir in das Zimmer, wenn ich in die Nacht schlafe. Dann liege ich so im Bett und dann kommen so Termiten. Das ist so, die sind so wie Ameisen oder Mäuse, so kleine Tiere, nur ein bisschen kleiner und auch oder größer und ein bisschen anders noch. Und dann kommen die so gekrabbelt auf mein Gesicht. Manchmal verstecken die sich auch in meinem Bart, der immer länger wird. Und dann kommen die und setzen sich so auf mein Gesicht drauf. Und dann fangen die an zu essen. Die haben sich dann irgendwas zu essen mitgebracht. Ich weiß nicht was. Obst, Schokolade. Weiß auch nicht. Ratten. Ich weiß nicht, was die alles so essen. Und dann legen die das dahin und dann sitzen die da und essen und essen und essen. Die ganze Zeit. Und da, hier, jetzt ist das so rot und gereizt. Weil das ist dann immer so dreckig da. Und die machen so den Müll gar nicht weg, also die Krümel. Das juckt dann, oh Mann, ey. Guck mal, es ist total rot auch, auf den Auge auch. Da geht schon wieder ein wenig. Neurodermiten sind das. Es gibt auch Altotermiten, das ist Altotermitis, wenn alte Termiten dahin kommen, die schon was länger leben. Ich weiß nicht, ob das ein Unterschied ist, ob die vielleicht, wie ich glaube, die essen weniger. Ja, die essen weniger, dann ist das nicht so schlimm. Es gibt auch manche Menschen, die haben so Neurodermitis-Spuren an anderen Stellen von den Körper, zum Beispiel an Handgelenken, an den Ellbogen, Außenseite. Weiß nicht, wo kann man das noch haben? Ich glaube, überall, wo so Haut ist. Ja. Hä? Was soll das? Muss ein Kammerjäger auf jeden Fall gerufen werden. Das ist mein Tipp. Also wenn ihr so Probleme mit so was habt, Neurodermitis, dann sucht euch einfach einen Kammerjäger. Ich habe das noch nicht gemacht. Der hat gesagt, er will nicht kommen. Also ich habe mal angerufen und gesagt, da hat er gesagt, was? Da habe ich gesagt, komm, lass mich in Ruhe.